Realtek Bluetooth wurde von ihrem PC entfernt, weil es mit dieser Windows-Version ja super. Das heißt, um hier Bluetooth verwenden zu können, was ich natürlich gern machen würde, muss man mal gucken, welche Treiber da noch passen für Windows 10. Ja. Ansonsten schauen wir jetzt mal, wie viel Speicher noch frei sind. Was hat er jetzt noch entdeckt oder erkannt? Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal auf dieser PC und wir sehen hier auf C sind noch 2,17 GB frei. Das ist nicht mehr als vorher schon frei war. Fängt er jetzt an, noch verschiedene Geräte zu entdecken. Jetzt schauen wir mal, was hier belegt ist. Hier gibt es einmal den Windows Temp Ordner und einmal diesen Windows Download Ordner. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, weil hier sieht man jetzt sehr gut, dass von den 59,6 GB ungefähr 5,4 GB belegt sind. Was haben wir hier? Hier dürften wir den Ordner Windows Old noch haben. Genau. Eigenschaften. Auch da war ich bei dem Ioniq TV8 etwas irritiert, dass er hier also einen ziemlich großen Ordner angezeigt hat und als ich dann Windows Old gelöscht habe, aber nicht wirklich mehr Speicher zur Verfügung stand. Das Rätsel konnte ich bisher noch nicht ganz aufklären. Meine Vermutung war, dass er hier vielleicht einfach nur einen Link hat. Also das ist so ähnlich wie der Benutzerordner, den kann man also auch auf ein anderes Verzeichnis verlinken. Trotzdem steht hier immer noch Benutzer da. Oder auch Programmeordner ist auch möglich, auf ein anderes Verzeichnis zu verlinken. Trotzdem steht auf C immer noch der Programmeordner da. Aber in Wirklichkeit steckt physikalisch eine andere Adresse dahinter. Und meine Vermutung war, dass zwar das auf C angezeigt wurde, aber physikalisch eigentlich ein Ordner auf D, also auf der SD-Speicherkarte, hinten dran stand. Das wird jetzt nochmal interessant, ist hier nochmal zu gucken, wie das hier ist. Also er sagt, es sind 6,87 GB werden hier belegt auf dem Datenträger. Wir haben jetzt gerade gesehen, es sind 5,4 GB sind auf der SD-Speicherkarte in belegt für diese Windows 10 Installation. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, nicht den offiziellen Weg zu nehmen, sondern den Ordner einfach direkt zu löschen. Löschen. Fortsetzen. Und dann schauen wir mal, wie viel Speicher es wirklich auf C frei wird. Also er zählt jetzt auch noch mal hoch und sagt, wie viel er da eigentlich findet. Sie benötigen bla bla bla. Sie müssen erforderlich wahrscheinlich das System erhalten. Okay, das heißt, er sagt, ich darf es eigentlich nicht löschen, aber wir haben eben beim Hochzählen auch gesehen, er hat eigentlich nur etwas über ein Gigabyte gezählt. Ich mache es noch mal. Ah, er fängt jetzt doch an zu löschen. Okay. Ich habe jetzt gar nicht mehr im letzten Endes sehen können, wie viel Speicher da eigentlich noch war. Also offiziell ist der Weg, dass man eine Datenträgerbereinigung macht. Bei der Datenträgerbereinigung gibt es noch einen Knopf, der heißt Systemdateien. Da lässt man auch nochmal nachsuchen. Und dann zeigt er bei den Systemdateien an, da gibt es die Dateien, die zur alten Windows-Version gehören, und die kann man dann sagen, okay, bitte löschen, und dann wird der Ordner Windows Old gelöscht. Nur beim Windows TV 8, also beim Ioniq TV 8 Tablet war es so, dass anschließend nicht mehr speicherfrei war.
Deswegen versuche ich es jetzt mal auf diesem Weg und mal sehen, ob es hier zu einem anderen Ergebnis führt. Ja, und damit scheinen wir jetzt am Ende angekommen zu sein. Ich vermute mal, wenn ich jetzt in den Mülleimer reinschaue, wird noch was von Windows Old zu sehen sein. Nein, da ist nichts rein verschoben worden. Dann gehen wir mal wieder einen Schritt zurück. Und wir sehen, es sind jetzt ja, 3,21 GB frei. Also es ist ein bisschen mehr Speicher frei, aber nicht die Menge, die ich eigentlich erhofft hatte. Also von daher ist es wohl doch sehr irritierend, was beim Windows Old Ordner angezeigt wird. So, dann mache ich für heute erstmal wieder Schluss und mal sehen, mit was wir uns als nächstes beim Ioniq Tablet TW10 beschäftigen.